Ich wollte euch eigentlich nur kurz begrüßen. Ich bin zu Besuch da aus Deutschland, aus Dortmund. Die Mahnwache Dortmund ist ungefähr so in der Stärke wie hier. Wir sind die größte im Ruhrgebiet. Ja, und ich finde es hier sehr schön, schöner eigentlich als bei uns. Das Parlament hat auch noch, hier ist Platz, hier kann ja noch alles passieren. Ja, was ich eben ganz toll fand, war die Frau, die erzählt hat von den, wie sagt man das, den Vorstellungs-, den Imaginationen. Das ging um den Regen. Und ich denke, das können wir auch auf Frieden und Krieg umlegen. Wenn wir immer an den Krieg denken, dann wird auch der Krieg bleiben, auch in unseren Köpfen, auch wenn wir dagegen sind. Wir brauchen eigentlich, wir brauchen Ideen für den Frieden und fürs Zusammenleben und fürs Zusammensein. Das ging doch alles mal. Und es ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, was habe ich noch zu sagen? Wir haben eben ein Lied gehört. Das war von dem Bruno Egli. Der ist bei uns in Dortmund gewesen. Das ist ein Liedermacher. Der wird auch gern hier hinkommen. Ja, vielleicht hören wir gleich nochmal ein Lied von ihm. Ich finde seine CD ganz toll und der reist also umsonst von Mahnwache zu Mahnwache und braucht eigentlich nur eine Schlafadresse und vielleicht etwas Geld für seinen Sprit und dann kommt er und singt auch für euch und spricht. Ist also ein ganz toller Typ und ja, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, ich komme bald mal wieder. Wenn ihr nach Deutschland kommen wollt, setzt euch mit uns in Verbindung, dass es Schlafplätze und so gibt, kein Problem. Also wir haben auch gerne Gäste aus Wien. Wenn ihr sprechen wollt, seid herzlich willkommen. Ja, das war's schon. Tschüss, Baba und alles Gute.